herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play Tomodachi Live. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zu dem heute wahrscheinlich leider ein bisschen kürzeren Part, weil ich gerade in ultra mega Stress bin, wenn ich ihn aufsehe, ne? Gehen wir jetzt, wenn du hast, was es bei uns alles so gibt. Und ja, fang doch gleich hier an, wo wir gelandet sind. Dann ist Boss Bongi. Ich meine, wenn wir schon auf dem Feld sind, können wir auch anfangen. Guten Tag. Ich wäre so gern mit Cookie befreundet. Ja, das ist machbar. Ich wäre so gern mit Cookie befreundet. Stell dir das vor. Einfach du selbst an reden. Das ist immer als Tipp. Und deshalb machen wir jetzt mal wirklich aufmerksam. Man muss aufmerksam sein. Ist auch eine Serie. Das sind alles lustige Eigenschaften. Wie ich es schon in anderen Parten schon gesagt habe. Aber Aufmerksamkeit ist auch eine, die sehr wichtig ist. Man muss den anderen zuhören und einfach aufmerksam sein. Die besten Freunde sind die, die sofort merken, wenn es allen nicht gut geht. Und dann probieren zu helfen. So, wenn man irgendwie total betrübt am Pausenhof wackelt, sind das die besten Freunde, die das sofort merken und zu fragen, hey, alles okay bei dir? Von denen gibt es viel, viel zu wenig. Aber das sind wirklich die besten. Die ich mal am Rande. Kleiner Exkurs. Dank dir konnten wir uns zum Thema Arten von Freunde. Vielen Dank. So, es hat gut gelaufen, das ist doch sehr schön. Da bekommt Swongi sogar jetzt hier den nächsten Rang. Machen wir mal Objekt, und zwar kommst du 3DS. Kannst ein bisschen zocken. Weil Videospiele sind auch wichtig für Kinder. Weil die verbinden damit was, also wieso nicht? Ich weiß, es tut gerade voll so auf hier, Typ da alles weiß bei Freundschaften, weiß ich nicht, ganz ehrlich. Ich bin jetzt nicht der krasse Zahl, am besten Typ, den man es nur vorstellen kann. Es bin alles andere. So, schauen wir mal, was ich möchte. Ich habe auch so ein gelbes heißen. Ich habe gehört, dass Pikmin mit mir befreundet sein will. Ja, das kann schon gut sein. Wie Tönen. Ja, bloß nicht. Wenn man hart assoziiert sein, ja. Ja, reden ist immer gut. Der hüpft hier rum wie sonst was. Krass eingerichtetes Haus auf jeden Fall, Bro. Ich glaube, ich werde dir das nächste Mal eine Einrichtung senken, sobald du einen Rang höher bist. Damit du wenigstens ein bisschen am Mobiliar auch bei dir drin hast. Wir haben uns wunderbar verstanden und sind jetzt miteinander befreundet. Das ist doch schön. Bitte sehr, ein kleines Dankeschön. Eine Schaukel. Ah ja. Ist immer ganz praktisch, ne? So, wir wollen heute selbst nur relativ wenige was, das ist ja krass. Guten Tag. So, guten Tag, Liron. Heute füge ich übrigens auch keinen dazu, ich habe nämlich immer noch nicht geschaut, ehrlich gesagt. Nächsten Part aber. Ein Strohhut geben wir dir zum Anziehen. Das sieht doch sehr schön aus. Okay, es gefällt nicht wirklich, aber es passt, finde ich, zu dem anderen. Ich möchte etwas Neues. Jetzt hast du da was Neues im Ach so, da meint, okay, komm, Kopfbedeckung ist auch was zum Anziehen. Jetzt gibt es damit zufrieden und Ruhe. So, hier mal ein paar Wettbewerbe spielen. Also nicht mal eine große Auswahl. Fangen wir mal bei Lady First, fangen wir bei Sophia an. Wie die immer so rumspringen und winken, so, hi, ich will spielen. Was spielen wir? Doppel-Silhouetten-Quiz. Ach Gott, erkennst du, von welchen zwei Items hier die Silhouetten gezeigt werden? Wähle 2 von 3 aus. Das klingt vielleicht einfach, aber wirst du wirklich alle Items erkennen? Ich werde gar keinen erkennen. Die erste Silhouette. Was für Items sind das? Das ist ein Oliver-Salat. Olivier-Salat. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Die richtige Antwort ist...
Es waren einige Frühlingsröllchen und ein Olivier-Salat. Ey, woher soll man das denn wissen? Schade, schade. Aber das machen wir demnächst. Ja, wenn die Fragen mal ein bisschen einfacher sind, ja. Nur weil es da so, wenn alles nichts ist, das hier alles hier direkt zacke. So, was willst du? Sieh dir bitte mal meinen Bauch genau an. Bauch genau an. Klick riskieren. Da ist ein Weihnachtskuchen. Der scheint aber schon ziemlich lange drin zu sein. Wir haben es Mitte Juni. Ende Juni bald. Da geht nichts Außergewöhnliches vor sich. Okay. So, siehst du, Sophie, du hast irgendwie im Juni noch ein Weihnachtskuchen bei dir drin. So, Liran, ach, der will immer noch. Macht was an seinen Rechner, weil er beleidigt ist. So, Pikmin will auch noch spielen. Aber spielen, das spielen wir. Lass uns etwas spielen. Nebenbild von David. Zoom Quiz. Welches Item wird hier stark vergrößert angezeigt? Wähle nur eine der drei Optionen. Okay. Das erste Item. Was wird es wohl sein? Das ist so safe in der Schraube. Das ist doch einfach. Es war eine Schraube. Das zweite Item. Was wird es wohl sein? Immer nur ein riesen weißes Ding, aber ich tippe auf Parfüm. Die richtige Antwort ist. Es war eine Banane. Ey, da war doch nicht mal ansatzweise die Banane zu sehen. Da war nur der weiße Hintergrund. Das ist so ein leicht Asset sein, ne? Das machen wir demnächst nochmal, ja. Da war nur was Weißes zu sehen. Woher, was soll man denn da wissen? Und du weißt auch was von mir. Dann geben wir es dir nochmal rein und schauen nochmal ausnahmsweise, was du hier willst. Sag mal, das ist hier an, das Müffeln oder was hier, hä? Und wie ist das Wetter in deiner Welt? Das Wetter in meiner Welt ist gut. Wie ist das hier ein Dreieck in deinem Kopf? Ich habe Hunger. Hast Hunger? Hier ein Spaghetti für you. Bitte sehr, ein kleines Danke. Aber immerhin gibt es jedes Mal ein kleines Dankeschön, das ist nett. Gut, da haben wir soweit alle abgearbeitet. Jetzt schauen wir, was sonst noch so abgeht. Hier, ich bin dann wieder so grillfest, ne? Ne, Fotograf gewesen, okay. Hatten wir aber schon mal gemacht, dann müssen es alles täuscht, ne? Wir haben es ähnlich, ich habe leider heute Gottes ähnlich viel Zeit, aber es wird ein Part raushauen. Jetzt schauen wir uns mal die Nachrichten an, die aktuellen, so was da abgeht. Willkommen bei den Mii-Nachrichten um 4 Uhr. Heute fand die Ringermeisterschaft auf Garmakuch statt. Ringmeisterschaft, ah ja. Eine besondere Kampfarena errichtet. In der Spongi GC der Koloss, König Pegasus, Masken-Udo und Honigmelone mit Maske gegeneinander antraten. In der letzten Runde erhob Honigmelone mit Maske Anspruch auf den Titel. Mit einem Honigmelone-Hit versuchte er Spongi GC den Koloss zu Fall zu bringen. Aber Spongi GC der Koloss setzte einen Spongi-Griff ein. Gefolgt von einem gewagten Mii-Dropkick und sicherte sich so Titel Nummer 4. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Nein, ich möchte nicht im Fernsehen zu sehen sein. Ich habe nichts verbrochen. Damit kann ich nicht übereinstimmen. Danke fürs Zuschauen. Ich bin so okay. Die Nachrichten um 4 Uhr. Aber okay, ja. Was ist denn, was hier heute los war? So. Na komm, ich kann nicht leben, dass du nach jemand was will, Lehrer. Wir kaufen jetzt noch was zum Anziehen. So. Hast gewonnen. Aber mich triggert zwar noch irgendwo so eine Wolke ist und ich das nicht irgendwie lösen kann. Ich möchte etwas Neues zum Anziehen. Willkommen. Kaufen die jetzt ihr Muskelshirt.
Diese Morde da. Das ist erst 1A. Ah, ich bin mal gespannt, wie es dir gefällt. Es gefällt ihm schon ein wenig. Okay, also er findet es heiß, ist so gut, du hast gesagt. Aber okay. Wir geben uns zufrieden. So, jetzt sind alle hier endlich mal. Keiner will was. Gibt es auch nur selten. So, dann werden wir doch am Spendenbrunnen vorbeihusten. Wie immer, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mitmachen. Einfach euer Mieter rein, kostet ja nichts. Warum es mehr kommt, so lustiger wird es. Ich habe, glaube ich, noch 2 Anfragen oder so. Muss jetzt erst nochmal schauen bis morgen, dass ich die nochmal herausfinde und werde auch nochmal reintue. Und halt wieder QR-Code zeigt, schaue ich, dass ich aus dem schnellstmöglichen Zeitpunkt dann da ein Spiel auch reinhole. Und ja, Thomas Live kommt jeden Tag um 18 Uhr als Premiere. Mal dauert eine Folge länger, mal wie jetzt hier mit 11 Minuten wirklich kurzer. Aber ist, wie gesagt, muss gleich weg und es ist heute eh nicht krass so viel los, deshalb nehmen wir es so hin. Und wir haben auch so ein hübsches Sumsen an Geld hier. Das ist doch sehr, sehr schön. So, dann speisen wir den ganzen Spaß mal hier. So. Und das, liebe Leute, war's mit dem Part von Tomb Raider Live. Im nächsten Part geht's weiter. Ich keine Ahnung, was damit die Verabschiedung auf einem Homescreen machen und nicht davor. Ich weiß es nicht. Das also sehen wir mit dem Part von Tomb Raider Live. Im nächsten Part geht's weiter. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao!